So, hallo ihr alle, ich bin Ursula Kahn und ja, dies ist ein YouTube-Kanal. So richtig weiß ich auch nicht, wie das geht. Ich freue mich zumindest, dass ihr zuguckt und hoffe, dass es euch so gut gefällt, dass ihr diesen Kanal abonniert. Was wird es geben? Also erstmal muss ich sagen, wir wachsen. Ja, learning by doing so ein bisschen und wir haben auch kein Riesenteam. Insofern müsst ihr uns oder mir nachsehen, dass die Sachen nicht ganz so perfekt oft sind und so ein bisschen hausgemacht, ja, weil wir sind nämlich nur zu zweit. Und Mali, mein Hund, ist noch dabei. Also wir sind zwei und ein Hund. Heute gehen wir zusammen auf den Charity-Flohmarkt. Und das wird sehr lustig, finde ich. Und die nächsten Male zeige ich euch, wie die ganze Präparation für den Bambi abläuft. Und dann gibt es ein paar Yoga-Videos und ich hoffe, dass wir zusammen wachsen können. Und viel Spaß zusammen haben werden. Also noch schnell einen grünen Smoothie. Hund, komm, wir packen. Okay, da geht jetzt einiges raus. Ich muss mir noch was für die Tür überlegen, glaube ich. Okay. Los geht's. Ich will meine Kiste holen. Komm, meine Kiste. Hör mal. Oh, ganz schön. High five. High five. Ja, und jetzt Platz. Und jetzt Platz. Und umdrehen. Und umdrehen. Hast du doch schon. Jetzt geht's zum Flohmarkt. Na komm, Süße, komm raus. Projekt Windelbaby hat 1999 die Babyklappe erfunden. Wir haben ein Notruftelefon, da können Frauen 24 Stunden anrufen und werden begleitet, wenn sie ihre Schwangerschaft verdrängt oder verheimlicht. Yes, genau, ja. Deshalb waren wir das. Genau. Oh, bist du tapfer, Süße. Ich bin ja nur eine kleine Flohmarktverkäuferin. Du machst die wirkliche Arbeit. Hier auf der anderen Seite. Ich bin hier vorne. Also
So, wir sind jetzt fertig und ich bin fertig. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Hey, das ist mein Geschenk. Das ist mein Geschenk an Bruno und Carsten. Entschuldigung, wieso steht das hier? Hat überangepackt. Das ist mein Geschenk beim Flohmarkt. Aber das ist wirklich besonders schön, finde ich.